Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Livestream auf LS17. Wir sind auf der Altkirch im Elsass. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hoffentlich. Also ich bin's auf jeden Fall. Und wir werden mal schauen, wie wir hier vorankommen. Genau, der muss weitermachen. Lügen 42. Und los. Lassen. Das ist die 42 hier, oder? Ja. Ach, 32 habe ich gerade noch eingestellt. So, dann löchern wir nochmal. Nehmen die 42. Sehr schön, das ist schöner. Besser. Okay. Hammer. Boah, jetzt muss ich wieder nie. Okay. Überstanden. Und einmal düngen hier. Aber der ist noch nicht so weit. Okay, von daher läuft alles. Was haben wir machen können? Wir können schon mal schauen, wie es mit dem Malz läuft. Ich muss dazu sagen, natürlich spiele ich auf dem PC, somit wird natürlich nachts nichts weiter produziert. Mal zwar hier irgendwo und da. Na, 1250, okay. Ich bin gerade ein Handy oder schon länger ein Handy am Verkaufen. Und jetzt wird es heute hoffentlich endlich abgeholt. Na cool, der Hund ist nicht mehr im Boden gebackt. Das ist schon mal schön. Na, hier werden wir immer noch nicht weiterkommen. Vielleicht, wenn er die nächste Bahn hat, könnte es passen. Dann fahren wir hier mal weg, der scheint hier hin zu wollen. Moin JTV, schön, dass du dabei bist. Das ist Werbung, die machen wir eben schnell weg. Ah, können wir nicht. Oh, was ist lautlos? So, ja, danach können wir, sobald er hinten ist. Mich gerade frage, hier die Bahn ist nicht gemacht. Okay, da wird nicht komplett machen, okay. Ja, ist schon richtig so. Die machen das schon richtig, die Helfer. Licht an der Situation, wo Lampen sind, so schmutzig wie der ist. Aber warum können wir kein Holz verkaufen? Aber bestimmt können wir auch Holz verkaufen, aber... Arnold. Hier. Wie gesagt, Hackschlüssel steht da. 312. Holz steht da jetzt nicht.
Und wir haben ja noch ein bisschen Wald hier, ne? Es gibt auch noch ein zweites Sägewerk dann. Ist ja auch kein kleines Feld hier, ne? Wenn wir mal schauen, diese 42, wie groß die ist. Den Hektar groß immerhin, ne? Wird fleißig geklotzt. Alle zwei Helfer hier auf dem Feld. Ich einmal lochen. Durchziehen, das ist gut. Aber so wie die Wänden wäre es auf jeden Fall eine Möglichkeit trotzdem noch, auch wenn hier Bäume stehen und so, ohne Folgewände zu arbeiten. Moin Dirk. Sehen. So, das ist schon mal richtig. Wo wir am Ende schon wieder auffüllen fahren müssen. Kostet auch immer ordentlich Geld, dies auffüllen. Weiter hier lang. Gut, wird schon mal aufgefüllt. Dünger würde ich jetzt erstmal nicht auffüllen. Einfach aus Geldgründen.
der schön läuft. Ah, der braucht noch ein bisschen auf jeden Fall. Dann gehen wir noch ein bisschen um den Bronze quälen. Ja, kannst du bitte Deutsch schreiben? Englisch wäre auch noch okay. Moin Uwe, schön, dass du dabei bist. Ausgetappt. Ganz kurz was schauen. Hat doch alles doch was gebracht, das Drehen.
reinspringen. Der ist nämlich schon. Schon die letzte Bahn, die er nehmen kann. Und noch reinspringen und begleiten. Eins weg. Weg damit. Weg, weg, weg. So. Ja, das nächste Mal, wenn wir fliegen müssen, werden wir uns auf jeden Fall einen größeren Flug kaufen. Der bremst uns in unserer Aktivität, ne? Vielleicht sogar schon fürs andere Feld da drüben, weil das ja etwas kleiner ist. Ja, moin in den Norden zurück. Erstmal gestoppt, da kann jetzt erstmal nichts passieren. Vorne mal wegnehmen. Kann ich ja mit 140 gegen so einen Baum fahren, das geht schon alles. Oder nicht? Warum auch immer jetzt, weil jetzt sah es nicht so aus, als ob es richtig war. Aber egal, solange es klappt, alles gut. Einiges Holz jetzt erstmal.
vorschlagen, wir lassen es erstmal dabei. Okay. Auch noch nicht so weit. Wie das denn mit unseren Feldern aus? Was mit Kraut entfernen. Das heißt, es müsste bald die Zuckerrüben fertig sein. Das ist sehr gut. Letzte Bahn, ja. Mal losfahren. Wasserentnahme da. Das Wasserentnahme. Wollen wir mal testen. Wir können es auch nirgendwo mit einsammeln, ne? Wir haben ja wohl die Sägespäne oder Hackschüssel. Amig Argentina, vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen. Kraftpaket, sehr schön. Hier können wir auch mal weiter schauen. Genau, hier sind schon, ich glaube, drei Paletten drauf, genau. Immer ganz gut, weil immer wenn es vorgeschoben wird. Aber wir können die, glaube ich, nirgendwo verkaufen, oder? Mal schauen, vielleicht finden wir irgendwas hier auf der Karte. Bierfabrik, Pfannkuchen, Brauerei, Getreide. Weinkellerei, Speckproduktion, Lagerhaus, Brennerei, Station, Bootshaus, Schweine. Schafhandel, Kuhhandel. Richtungsdorf, Eierhof. Jetzt auch nicht weit weg von uns, der Eierhof. Ich bin höchstens mal zum Hof springen. Haben wir ja schön die Anzeige, für was wir Bretterpaletten noch gebrauchen können. Vielleicht können wir ja irgendwo. Glaube ich nur Hackschnitzel, genau. Brauchen wir jetzt nicht. Sägewerk, was macht denn dann das andere Sägewerk? Da gibt es doch noch ein Sägewerk 2. Ich da mal hinspringen. Hier oben irgendwo, da ja.
ich renne schon. Also das ist schon die schnellste Geschwindigkeit. Was wir hier im Sägewerk machen können. Ich frage mich, ob wir hier auch Holzstämme hinbringen. Was ich hier arbeiten. Ich glaube, hier müssen wir nur die Stämme reinschmeißen. Ne? Das ist, glaube ich, Geld. Wir gehen mal tauchen. Grüße nach Tschechien. Das ist, glaube ich, ein Holzverkauf hier. Holzstämme, ja genau, hier rein. Bitte nur auf Deutsch oder Englisch. Ich weiß leider, sonst verstehe ich nichts. Selbst Englisch wird schon schwierig. Dann werden wir mal ein paar Holzstämme verkaufen, würde ich vorschlagen. Da wir noch ein paar Euro brauchen hier. Aber das machen wir dann alles, wenn die Trecker frei sind, so. Wieder auf dem Rückweg, das heißt, wir können hier fahren. Bahn auch fertig. Bei dem brauchen wir nicht die Holzstämme ziehen lassen, glaube ich hier. Ja, guten Morgen, Nightbot. Schön, dass du auch reinschauen musst. Kostet der an Mieter? Dürften wir wieder reinbekommen. 6.000. Da können wir auch, glaube ich, schon fast einen LKW für holen, oder? Wir mieten den mal, dann können wir ein bisschen Holz verkaufen. Okay. Da ist er.
Und möchte es auch. Das will ich auch. Will ich mich einmal einfahren und dann ja, öfter verkaufen fahren. Sieht auch von innen ganz cool aus. Spiegel sind gut eingestellt. Da kann ich mir vorstellen, dass wir das eigentlich auch kaufen dann später. Gucken, was wir jetzt für das Holz bekommen. Wir müssen natürlich jetzt mehr als 10.000 machen, das haben wir ja jetzt für die Leihgabe bezahlt. War sogar im Armaturenbrett zu sehen, dass wir blinken. High Craft-like. Ne, Crafter-like, Entschuldigung. Hier können wir auch die Fahrt Zeche Sägewerk nehmen und dann sagen Fahrer einstellen am nächsten. Okay. Dann können wir hier mal eben schauen. Ja, sehr cool. Macht ja auch Spaß, ne, LS zu spielen. Im Kanal gibt es auch noch Kindling Crops als echte Alternative, zumindest zukünftig. Hier können wir eigentlich wieder weiterfahren lassen, ne? Weiterfahren.
Problem ist, dass er, glaube ich, jetzt fährt wie eingefahren. Wir kriegen den Dolly erstmal hier abgemacht. Da habe ich mir schon gedacht. Sondern hochfahren nur zum Dolly abmachen, ne? Aber nützt ja nichts. Wollen hier arbeiten. Haben die eine gemietete Stunde, da wollen wir jetzt nicht die Stunde auch nutzen. Na, Entschuldigung, da war die Kamera wohl doch nicht aus. Das GPS. Da hinten ist es doch alles. Ich glaube, Sägewerkhof haben wir ja auch was. Sägewerkhof. Genau. Und der wieder zurück. In der Zeit können wir hier schön beladen.
setzen wir so. Dann ist Stadt beladen ist. Der immer wieder aus. Sehr schlau. Ich bin schon, wenn der Müll da ausgeht. Ah, so rum. Ah. B ist Stadt, Autolot, okay. War nicht der LKW schuld, war der Anwender. Meistens, wenn technisch irgendwas nicht geht. So, dann schauen wir mal, wie wir am besten fahren jetzt. Und zwar müssen wir nach da ganz oben. Wir starten mal das Ding. Machen wir das ein bisschen kleiner, haben wir ja schon, sehr gut. Großaufzeichnung beginnen. Wenn wir so fahren, wie wir hergekommen sind, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Hier runter irgendwie. Hier ist es ganz okay. Ich jetzt zwischen den Bäumen durch. Was ist denn eigentlich für ein Teil hier? Hier stehen ja so Bretterpaletten rum.
Was ist hier? Holzstämme. Holzpaletten. Holzstämme, Holzpaletten. Aber was machen die hier? Kann ich hier Holzstämme verkaufen oder was? So aus. Die hier verkaufen kann. Dann wären wir ja schnell durch. Okay. Ja, 81.000, das ist schon mal ganz nice. Sehr gut, so kommen wir auf jeden Fall schnell an Geld oder schneller an Geld. Wenn man mal was brauchen. Ist halt nichts schlimmer, als wenn man nicht wirklich irgendwo eine Geldeinnahme hat. Wenn es dann Konto leer ist, dann ist es leer, ne? Machen wir jetzt alle mit? Wir hatten alle mit. Fast sagen, wir werden noch mal zwei Ladungen verkaufen, damit wir wirklich auch so uns hier so ein LKW leisten können. Dann machen wir hier erstmal fertig. Scheiße. Ja, der hat durchgezogen hier.
Moin, Yannick. Heute ist das Deutschlandspiel, ne? 20 Uhr, nicht vergessen. Ich hoffe, es bleibt schön. Ich glaube, wir wollen so Public Viewing heute. Hier einen Streifen haben, den wir nur zweimal gedüngt haben. Ist er noch nicht. Okay. Dann werden wir jetzt weiter Bäume fällen erstmal. Viel zu hoch.
den Holzhaufen hier hinmachen. Stopp machen so. Dann nennen wir das hier Holz. Stimmt. So. Zum Sägewerk. So, okay. Auch noch nicht so weit. Oh. Sägewerk Holzstämme. Da fahren wir jetzt hin. Wenn er da ist, sagt er Bescheid. Jetzt halt schauen wir mal hier, was der macht. So. Ob wir hier fahren können, so es aussieht. Ja. Keine Musik mehr da. Da ist er wieder. Hm.
Mal testen, wenn wir die Holzstämme dahin verkaufen, die Holzbretter, Paletten, so dafür bekommen. Auch vorstellen, dass es mehr gibt als für die Holzstämme. Ich weiß nicht, ob der das schafft. Hoffen. Testen wir einfach. Dann haben wir die Getränkelieferung komplett hier im Haus, ne? Also wir haben dann Bier und Wein. Also alle Süchtigen sind auf uns angewiesen. Nicht schön hier rüberfahren. Ach, der liegt auf Seite, toll. Okay. Noch nix. Ganzen Weg, oder? So rechts, ja. Das war nicht viel. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir das raus und sagen jetzt Holzstämmverkauf zurück. Und das ist eingeschaltet. Ja, ist so, okay.
So. Fahren wir mit dem jetzt wieder. Mal hier runter. Gucken, was wir fürs Holz bekommen. Wäre das vielleicht sogar noch lukrativer. Weil da kriegen wir ja Sägespäne, also Hackschnitzel raus und Holzstämme dann. Oder Holzpaletten. Schon nach 5 aus. Ja, nach 4. Geht hier irgendwas? Da. Der LKW ist auch da. Und dann lassen wir den nämlich jetzt einmal fahren. Sägewerk Holzstämme Verkauf. Lassen. Was hast du dafür bekommen? Da kommen wir erstmal hier. Sieht noch nicht so aus. Achso, ja, wir haben den ja hier. Weiß ich nicht.
Aber wenn wir Männer was machen, was mehr als zwei Gehirnzellen beansprucht, dann können wir nicht mehr viel reden, ne? Moin, Denner. Ja, was geht? Alles, was nicht springt, ne? Können wir schon fast wieder reichen. Ja, hi. Sei gegrüßt. Okay. Ein Wartepunkt, okay. Ach, warte. Möchte er nicht. Geht, ne? Das war noch 4000. Ja, lang nicht mehr gesehen, sagst du. Dann einfach noch mal die Glocke aktivieren, dann kriegst du auch jedes Mal mit, wenn was Neues gibt. Sonst einfach vorbeischauen. Oh. Säge weg wieder. Okay. Über den. Hoffentlich links, ne, rechts. Ja, sehr cool, vielen Dank. Und so, zack. Der ist gleich da, dann können wir den losfahren lassen. Und zwar Sägewerk Holzstämme. Ich hoffe, dass er jetzt besser fährt. Ja, wir können ja nicht jedes Mal. Wir können ja mal mitfahren. Wo das Problem liegt dann. Ja, das liegt erstmal daran, dass er hier. Zwar langsam fahren, aber hoffentlich dadurch besser ankommen. Wir haben den Wegpunkt erreicht. Erstmal entlassen. Wir fahren hier mal mit. So schön.
24.000. Das müssen wir nochmal machen. Okay. Dann Holzwerk, Sägewerk. Okay. Können wir jetzt wieder runterfahren. Ja, nimm das mal mit, den Anhänger. Wir haben ja hier Hof, Sägewerk Hof, ja. Okay. Fahren wir mal runter da. Bahn am besten noch. Wir müssen auch die Sägespäne mal einsammeln. Sollen wir den Fendt hier hochfahren? So, der fährt jetzt hoffentlich richtig los. Ja, da geht's los jetzt. Den Anhänger am besten verkaufen. Was kostet denn so ein anderer davon? Ich glaube von noch so einem anderen Autolot. Unter Ballentechnik ist der jetzt, ne? Ansonsten Laub unter Ballentechnik waren die, ne? Okay. Da haben wir jetzt keinen drin. Muss ich noch einen hochladen am besten. Ich glaube, ich werde das Fortuna-Pack nehmen. Moin, Oliver! Wir müssen es noch einmal machen, damit wir mindestens mehr Geld haben als vorher. Und eigentlich wahrscheinlich sogar noch zweimal. Damit wir uns den LKW holen können.
der ist auch da, sehr schön. Wenn wir da jetzt erstmal reinspringen. Immer eben hier reinstellen. Ich weiß noch nicht, ob wir den brauchen hier unten. Natürlich sein für Ballen und sowas. Auf zum Düngen. Oh. Mit Flügen ist fertig, sehr schön. Dann kann er direkt das nächste Feld machen. Natürlich alles, was hier ist im Kreis. Weiterfahren lassen. Dann kann er noch die Folgewende machen, dann sind wir nämlich hier auch durch.
das Feld auch fertig. Düngt es drüben schon, aber muss ja nochmal nachdüngen dann wieder. Und auch hier hinstellen. Am besten in Schatten, genau. Dann Opfer entlassen, löschen, so. Machen wir hier Feld. 20. Okay, das geht wohl nicht für 27. Mir geht nicht. Okay. Das hier selber machen. Machen wir dann aber ein anderes Mal so. Er läuft jetzt hier. Muss sein, dass er noch zu Ende läuft. Ich glaube, den 6x6 brauchen wir nicht unbedingt. Vielleicht holen wir uns auch einen Unimog. Ja, ich habe Discord. Nutze es aber so gut wie selten. Einen TS-Kanal habe ich auf jeden Fall. Aber da bin ich zurzeit auch nicht. Ja, wie gesagt, ich nutze es nicht. Von daher bringt das ja eh nichts, wenn ich einlade. Kannst mich gerne auf Facebook anschreiben. Ist alles in der Videobeschreibung. Twitch habe ich auch. Da wird auch gerade live gestreamt mit. Alles in der Videobeschreibung. Taucht sogar zwischendurch hier als Information auf. Dinner.
gleich mal die Baumstumpf-Dinger wegmachen, die Baumstümpfe. Sehr gerne. Wie gesagt, Videobeschreibung steht auch der Link zum Twitch-Kanal. Auch auf dem Kanal steht es zum Twitch. Dürft es auf jeden Fall finden. So, dann lassen wir den mal hier so stehen. Mal gucken, ob wir jetzt wieder so kommen. Werde ich gleich brauchen. So. Yeah. Hey, Dena Moritz. Da ist er. Hast ihn gefunden. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt eins zu. Abfahreiche. Ja, ich weiß. Steht ja davor. Gucken wir, was wir jetzt an Geld bekommen. 124 haben wir. Da nehme ich den LKW bekommen, das wäre schon genial. Dann hole ich nämlich noch beim nächsten Mal dann die Plattform dann für den LKW. Ja, da dürfte er auf jeden Fall jetzt drin sein. Ich kann noch mal vorsichtshalber schauen. Und zwar, ich würde sogar sagen, der Unimog reicht auch eigentlich. Hier lässt sich sogar einen Frontlader anbauen. Vielleicht wird der noch cooler dann.
glaube, dann nehmen wir den hier. Anhängerkupplung, Front- und Heckhydraulik. Was so nochmal? Ja. Ja. Busse. Auch 145. Können wir immer noch upgraden dann. Hauptfarbe. Machen wir im Wald die. Straßenpflege. Ohne Stempel. Okay. 105.000. Okay. Okay, dann nehmen wir nämlich noch den Frontlader dabei. Frontlader. Gucken, ob wir den dran bekommen. Kaufen. Ja. Okay. Zurück, so. Zurück. Können wir nämlich den hier. Garage. Gemietete. Zurückgeben. Ja. Okay. Steht der hier unten, ist auch blöd. Oben zurückgeben können. So. Okay, haben wir nichts zum Sägewerk und gucken. Händlerhof haben wir hier. Können wir den Anhänger wieder abholen, weil hier kriegen wir den ja dran. Abfahrer einstellen. Okay. Der fährt jetzt gerade wieder alles kaputt. Lassen hier mal den Abfahrer von vorne gleich. Dann nehme ich da einmal auffüllen und dann geht es hier weiter. Sehr schön, jetzt wissen wir auch, wie wir an Geld kommen. Jetzt haben wir auch einen Unimog. Da oben ist der, glaube ich, ganz gut.
Ah, da ist er dann gleich schon, sehr schön. Dann nehmen wir den wieder mit hoch, da muss ich erstmal nichts hochladen. Zeche-Sägewerk, der fährt hier dran vorbei. Genau so. Dann können wir mit der Unimog schön die Hackschiffs leer wegmachen. Das war die richtige Entscheidung hier, den Unimog zu nehmen. Bald fertig, sehr schön. Okay.
Okay. Ah, kommt hoch. Sehr gut. Moin Peter. Auch wieder eine Palette fertig, sehr schön. Frontlader testen. Der ist dann auch fertig. Mal eben weg. Ohne die ganzen Sägespäne. Hackstütze.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Bleiben wir noch mal ein bisschen hier. Wir haben ja Zeit. Mal testen. Und da unten auch die Hackschnitzel abgeben kann.
Einmal so, dann brauchen wir Sägewerk, Holz, Verkauf und Start. Mit Strecke. Nur einstellen, entlassen. Müssten wir von Hand machen. Fährt er nicht? Getappt. Unbedingt die Stämme hier wegmachen, die Stümpfe. So könnte es was geben. Dann können wir nämlich einiges verkaufen, wenn. Gespannt, ob das klappt. Ja, der hat, glaube ich, einen Anhänger. Guck mal hinten dran, oder? Geld, das ist schon mal gut.
die Menge, aber es gibt Geld. Aber der Fliege, ich meine, geht doch mit. Kann man doch mehr Dings bestellen, oder? Die Holz. Ne, nur mit Radset, aber okay. Moin Ankubor, wie auch immer man das ausspricht. So, einstellen. Kann der hochfahren? Sehr schön. Wie spät haben wir es denn? 11 Uhr. Die Stunde habe ich noch. Ah, nicht mehr ganz. Machen wir einfach mal. Nicht damit, sondern wir werden damit arbeiten. Anmachen. Moin Spidey 01. So viel Zeit muss sein. Ja, ich fahr gleich Bohlen. Freue mich drauf. Ich bin ganz lustig.
Moin, Ottmar. Schön, dass ihr dabei seid. Nicht. Denn dann so oft warst du auch nicht da und so viel brauchen wir auch gar nicht. So viele Leute sind ja nicht da. Kannst natürlich gerne ein bisschen da aktiv sein, das würde mich ja freuen. Aber Mods habe ich genügend und brauche auch gar nicht so viele. Moderator. Halt. Hier. Sieht auch lustig aus, ne? Okay. Entlassen. Und löschen, so. Ja, das muss ich hier alles manuell machen. Das ist auch die Frage, ob wir nicht einen... Weiß ich nicht, Frontlader haben wir bestimmt auch so ein Holz. Mal gucken. Diverses vielleicht. Nee. Dachte ich hätte mal so ein. Macht der denn? Und der sammelt nur auf, ne? Da ist er vielleicht hier drunter. Wollen wir noch installieren. Das ist so eine Fräse vorne dran oder so. Und das halt alles wegmachen kann. Aus. Vorschlagen, wir werden mal hier oben entlang fahren. Noch mal an. Und Z. Machen wir die Wege dazwischen einfach mal weg.
Denn dann können wir... Immer wird das dann neu gemessen als Feld. Ganz gut. So. Hier.
Können wir hier entlang fahren, wirklich. Mal gucken. Dann sagt. Um 1,27 Sprecher. Sind im Südosten und fahren Richtung Westen. Eine Folgewende, okay. Geklappt. Dann werden wir auf jeden Fall das erstmal ausmachen hier. Wir werden hier nochmal das Klimmweg machen, weil ich glaube, das kann er nicht. Schnell mal weg und dann können wir nämlich die 27
einen schönen Weg hier weg machen, ne? Den Weg könnten wir eigentlich lassen. Einen schönen Weg zwischen den Feldern. Machen nur die Wiese weg. Okay, das haben wir auch. Ja, da kommen wir auch schon langsam dem Ende entgegen. Morgen wird es gegen Abend, spät Nachmittag, einen Stream geben, den Sonntagsstream. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Spiel heute Abend. Alle, die schauen. Alle anderen natürlich wünsche ich einen schönen Samstag auch so. Und ja, wenn ihr Lust verspürt, weiter über Videos zu sehen, schaut einfach auf dem Kanal vorbei auf YouTube, da gibt es jede Menge Videos. Ja, bis dahin, freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.